Ohne dich könnte ich das nicht. Los jetzt, Nobu! Stellt euch und kämpft! Stirbt er! Wie klingt ein schönes Begräbnis? Flotter, Nobu!
Das war ein Missverständnis. Das war ein Zeigerwagen. Ich verkaufte das saure Reichwasser. Und du brauchtest auch mal. Tucker zählt auf uns. Ich mag ihn ja, aber das ist zu gefährlich. Das klappt nie. Doch, es wird klappen. Ist das der Samurai? Für euch bin ich Fürst Sakai. Vergebt mir, mein Herr. Ich bin Kenji, aufrechter Händler, berühmter Sake-Brauer. Und bester Schwindler der Insel. Genau darum wird er uns helfen, meinen Bruder aus der Asamo-Bucht zu retten. Die Stadt ist eine Festung. Wenn die Mongolen sie haben, brauchen wir eine ganze Armee, um hineinzugelangen. Oder eine kleine Lieferung mit Sake. Das klappt niemals. Mach den Sake bereit. Wir besprechen den Plan unterwegs. Trinken wir doch erst was. Reden in Ruhe. Hm? Jetzt, Kenji. Wenn wir näher an der Stadt sind, versteckt euch im Wagen mit dem Sake. Durchsuchen die Mongolen ihn nicht? Nicht mehr. Ich verkaufe ihnen immer diese Sake-Lieferung. Sie lieben mein Das. Das, Muglu, gib das jetzt! Ihr macht also Geschäfte mit dem Feind. Ich fülle die Mongolen ab und behalte dafür meinen Kopf. Bereit? Möchtet ihr das wirklich durchziehen? Alles für Tucker. Wie schlimm sieht es in der Asamo-Bucht aus? Ein paar Leute wehrten sich. Die Überlebenden sind Gefangene. Oder Sklaven. Aber Tucker hast du nicht gesehen? Nein. Aber jemand arbeitet seit ein paar Tagen in der Schmiede. Vielleicht ja dein Bruder. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Ewig. Ich war jung und unbedarft. Ich fing gerade an, Sake zu brauen. Hab Yuna den ersten verkauft. Hat geschmeckt wie Pisse, aber war billig. Eine Weile wollte ich, dass Tucker mir beim Verkauf hilft. Aber er ist zu gutmütig. Kaum drückt wer auf die Tränendrüse, rückt er Sake raus. Kostenlos. Mongolen. Mist, ihr beide steigt besser in den Wagen. Sind nicht viele. Ich schaff das schon. Nein, Jin. Taka ist so nah. Bitte. Also gut. Sie könnten in den Wagen schauen. Ihr meint, das tun sie nicht. Beim Stadttor. Ich habe sie noch nie so weit draußen gesehen. Meine Hände. Bitte. Die Chitaboy. Das. Das für die Asamo-Bucht. Das. Beeilung. Nur noch ein Stückchen. Was war das für ein Geschrei? Ist nicht wichtig. Bleib unten. Macht Tucker das auch durch? Sein Bruder ist gelernter Schmied.
Ihn werden sie nicht so behandeln. Das weiß ich nicht. Das hat wirklich geklappt. Oh nein, da hat jemand die Mongolen verärgert. Die halbe Stadt ist niedergebrannt. Hier trennen sich unsere Wege. Lass die Mongolen trinken und lenkt sie ab. Das werde ich tun. Seid vorsichtig, Kenji. Ihr auch, Fürst Sakai. Taka wartet auf uns. Gehen wir. Treffpunkt ist die Kreuzung hinter der Stadt, wenn wir fertig sind. Wir brauchen einen guten Aussichtspunkt. Hier lang. Denkt dran, keinen Alarm. Wir machen das leise. Sonst büßen es die Gefangenen. Ist gut. Eindringlinge, oh, ihr seht durstig aus. Kommt, holt euch köstlichen Gas. Hier rauf, da, am Tor. Wer hat das Sagen? Ein Sklavenhändler. Bastard. Er begutachtet die Gefangenen wie Pferde. Vielleicht führt er uns zu Taka. Folge ihm. Taka geht es bestimmt gut. Er würde nicht fliehen. Verfolge ihn. Sonder Schermste. Neuer Ton, wegen Olofjo. Was ist denn los? Schmied. Ich bin auch Schmied. Und ich bin viel besser als er. Ich habe kein Essen für zwei. Ich werde ihn los. Aber ihr müsst zeigen, was ihr könnt. Dieses Schwein. Er wird Taka töten. Der Markt ist voller Mongolen. Da ist
der Sklavenhändler, wenn er vor uns bei Taka ist. Bleib bei mir, Yuna. Ich finde einen Weg. Wir schauen ihm in die Augen. Mit Mut. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Vergib mir, Onkel. Wurden getötet. Mich erwischen sie nicht. Der Bastard. Nein, bitte. Ich brauche eine Pause. Da ist Taka. Bitte. Yuna. Taka. Was haben Sie getan? Du bist sicher. Wir müssen weg. Unmöglich. Sie schnappen uns, wie die anderen. Das ist Fürst Sakai. Er beschützt uns. Ihr müsst mir vertrauen, Taka. Ihr müsst uns helfen. Jawohl, mein Herr. Brechen wir dort aus. Sie haben den Sklavenhändler. Die töten uns. Verstecken. Nein, weiter. Wir können auf die Kisten klettern. Wohin gehen wir? Kenji erwartet uns an einer Kreuzung. Kenji ist bei euch? Wenn er es rausgeschafft hat. Die Gott
Früchte? Ulowachata! Potikotal! Bugdigen Summer Sky! Geht ins hohe Gras und bleibt unten. Das ist Kenji. Taka, du hast es geschafft. Wurde die verfolgt? Nein, aber wir können nicht zurück zu mir. Da sind die Mongolen. Wir sollten gehen. Wir müssen möglichst weit weg von der Asamo-Bucht. So ein braves Pferd. Heute noch keinen Mongolen gesehen. Wir haben es geschafft. Wo gehen wir als nächstes hin? Dort ist ein Aussichtspunkt mit Blick auf ganz Izuhara. Geht's allen gut? Ich könnte einen Schluck vertragen. Und Schlaf. Bei einem davon kann ich helfen. Taka, ihr seid so still. Zum ersten Mal seit Tagen fühle ich mich nicht dem Tode nahe. Mein Herr, ich bin dankbar. Aber woher kennt ihr Kenji und meine Schwester? Ich verdanke Yuna mein Leben. Da haben wir etwas gemeinsam. Ich bin nicht sonderlich sattelfest. Komatsu ist hinter dem Grab da. Sie haben eine Schmiede. Eine der besten der Insel. Da könnte man Werkzeug herstellen. Etwas, was Jin über die Mauern von Burg Kaneda hilft. Was meinst du, Taka? Mein Herr, ich würde mich mit allem bedanken, da ihr mich befreit habt. Danke. Taka, Kenji, ruht euch aus. Wir bleiben nicht lange. Wie geht es dir? Ich habe meinen Bruder zurück. Er ist mitgenommen. Kannst du ihn heil nach Komatsu bringen? Mit Essen und Ruhe wird er wieder. Dein Bruder war nicht der einzige Gefangene in der Asamo-Bucht. Du willst sie alle retten. Und ihre Fänger bestrafen. Gut. Reite zu Komatsu Schmiede. Ich komme, sobald ich kann. Jin? Danke.
Hm? Gewähre ihren Liebsten Frieden.
Tür! Das sind zu viele Wachen. Wir haben keine Chance. Wir müssen etwas tun. Mein Herr, wir gehen zur Asamo-Bucht. Helft uns im Kampf. Mit einem Kampf werdet ihr alle dort drin gefährden. Die Mongolen hungern unsere Ältesten aus und schlagen sie als Strafe für einen entflohenen Gefangenen. Eure Ältesten hatten nichts damit zu tun. Wo werden sie festgehalten? Eine ist beim Schrein, die anderen beiden wahrscheinlich in den Häusern. Wie wolltet ihr da reinkommen? Die Tore sind fest verriegelt. Beim Haupttor ist eine Öffnung im Zaun. Dort haben wir uns als Kinder rausgeschlichen. So kann ich hineinschleichen. Bleibe ungesehen, bis ich alle Tore geöffnet habe. Danke, mein Herr. So.
Ihr seid jetzt sicher. Ich war sicher, sie würden mich umbringen. Sie haben bereits einen Schmied getötet. Nein, er ist entkommen. Werdet ihr auch. Aber bleibt fürs Erste hier. Chiharu! Ihr seid jetzt frei. Ihr seid hier sicher, dass eure Peiniger tot sind. Danke, mein Herr. Thank you.
Straße geht wild! Tüme! Kennt mal was mit! Wer uns trotzt, wird bestraft. Unser Herr nur zu tun. Ich will nicht sterben. Alles wird wieder gut. Seid ihr das Oberhaupt? Ja. Die Mongolen drohten, meine Leute zu töten, wenn ich ihre Herrschaft nicht anerkenne. Ich wollte gerade nachgeben. Das war sehr stark von euch. Bleibt versteckt, bis die Luft rein ist. Die Mongolen halten Konomi, unsere Heilerin, nahe dem Schrein fest. Sie wird sich niemals unterwerfen. Ich fürchte um ihr Leben. Ready?
to you, sir. Mein Herr, befreit mich bitte. Bald seid ihr frei. Seid ihr verletzt? Mir geht es gut. Sie wollten, dass ich ihre Kranken heile. Und ihr weigertet euch. Bleibt hier. Ich kümmere mich um den Rest. Niemand ist wirklich frei, bis ihr neuer Kriegsherr tot ist. Er hat das Haus des Oberhaupts übernommen. Es ist nicht sicher. Lauft! Samurai! Ihr habt meine Leute gefoltert. Unterwerft euch den Mongolen und euer Volk wird nicht leiden. Ihr seid feige und verlogen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Ich bekomme nichts als deinen Kopf. Ha!